Hallo, willkommen zu Let's Play Age of Wonders. Ja, wir haben letztes Jahr aufgehört mit einer kleinen Einführung, wo ich euch mal, wie ihr hier seht, meinen Myanmar Lichtbringer als Halbling in Form eines Hohepriesters vorgestellt habe. Und ja, wie angekündigt, werde ich mit dem weitermachen, um, wie hier so schön steht, mein Streben nach Macht fortzusetzen. Ja, was ist passiert? Wir haben ein paar Sachen erobert, haben unser erstes Städtchen, was mit dem auch gestattet sind, einige Gebiete eingenommen. Und was vorher noch nicht war, war die Tatsache, ich habe jetzt einige Mods gefunden, die mich interessiert haben, die ich auch jetzt verwende und hoffe, dass das auf diesen Spielstand übertragen wird. Variante 1 führt einfach nur dazu, dass wir mehr verschiedenartige kosmische Events haben. Finde ich ganz nett, weil mit der Zeit kennt man natürlich alle das schön mal neu ausprobieren. Und das zweite war, dass ich mir jetzt ein neues Volk quasi zugelegt habe. Das sind so Insektoide. Wem es gefällt, ich finde sie teilweise ein bisschen zu stark, aber solange sie nur unsere Gegner sind, soll uns das ja wohl nicht stören. Okay, schauen wir unsere Armee an, sehen wir, uns geht's nicht so gut. Wir sehen des Weiteren, da unten ist ein Lager. Erstaunlich, dass der noch lebt. Oh, ja, mit 1 HP, cool. Okay, am Ende des Zugs haben wir gespeichert, mit dem neuen Zug fahren wir fort. Und werden versuchen, dieses Lager hier im Süden wegzubekommen. Jetzt hat sich meine Volksführung verbessert. Das passiert ab und an mal, wenn die nur quasi zufrieden sind. Kann man hier innerhalb der 5 Stufen, die man aufsteigen kann, Verbesserungen wählen. Es gibt immer quasi in den kriegerischen Pfad. Hier in dem Fall wird meine Nachtwachen eine Verteidigung und 2 Schaden dazu bekommen, Form von Nahkampfstärke. Oder man wählt den wirtschaftlichen Pfad. Hier auf der ersten Stufe werden Lagerhäuser in Halblingstädten 35 weniger kosten. Finde ich jetzt nicht so toll, allerdings ist das auch nicht so toll. Doch hiervon denke ich, haben wir insgesamt über das Spiel eher mehr Nutzen. Daher nehmen wir das. So, ja, ihr braucht Teilung. Schauen wir mal, ob hier schon was getroppt ist und was so drin ist. Gauner, Halbling, Gauner, okay. Variante 1 wäre, wir greifen an, verlieren mit hoher Wahrscheinlichkeit den hier und die droppen nichts. Variante 2, wir gehen erstmal heilen und hoffen, dass die nichts droppen. Ich versuch's mal so. Ach, schön auch, wie viel Geld wir haben. Wenn sich dann die Stadt erweitert, haben wir dann noch ein bisschen Produktion dazu. Wir kommen schon in kosmisches Event Sternschnuppen. Alleinheiten erhalten Glück, Einheiten mit Glück erhalten unverschämtes Glück. Sprich die Fähigkeit, spontan mal auszuweichen. Halblinge sind ja von Natur aus sehr glücklich, jetzt sind sie unverschämt glücklich. Deswegen haben sie jetzt eine 15%ige Chance, Treffern auszuweichen. Unsere Belagerungswerkstatt ist fertig. Deswegen bauen wir jetzt die letzte Stufe davon, die Meisterschmiede. Die bringt zusätzlich Produktion und würde unseren gebauten Maschinen noch einen Vorteil bringen. Darum geht es uns aber nicht, sondern mir geht es um die Produktion, dass wir schnell nachbauen können. Das heißt, dass unsere Gebäude schneller gebaut werden. Hier gehen wir erstmal rein, beenden für eine Runde den Zug und warten. Ich finde es auch toll gemacht, wie bei solchen Events so ein bisschen zumindest das Aussehen variiert. So, naja, bis wir da sind, vergeht noch eine Runde, seit wir machen den Trick mit Schnelllaufen. Ja, werden wir wahrscheinlich. Okay, vielleicht haben wir so eine kleine Chance, ohne Verlust rauszugehen. Ansonsten hole ich mir einen Schirm. Ja, wie ihr seht, das Lager ist leicht befestigt. Hier sind so eine Art Palisade. Da müssen wir quasi durch. Wir können zwar auch mit Distanz, naja, drüber oder hindurch schießen. Aber da wir die Angreifer sind, erhalten wir dadurch einen massiven Modus auf Distanz, während sie ihren normalen Distanzangriff gegen uns ausführen können. Klar, so eine Festung muss ja irgendeinen Vorteil bringen. So. Dann nehmen wir mal den Hühnererschrecker hier. Nur um es mal zu zeigen. Okay, hier könnte ich durchschießen, erstaunlicherweise. In dem Fall ist es gar nicht so uninteressant. Okay, nur dann. 12 bis 18, 10 bis 16. 40%, dass wir sie verkrüppeln. Da haben sie wortwörtlich Glück gehabt.
Okay, wir sollen uns nicht zu sehr jucken. Machen wir ein bisschen die Palisaden putt. Komme ich da jetzt... Nee, da steht nur mein eigener Weg. Wie sieht es hier aus? 6 bis 10 physisch. Oder 8 bis 11 gemischt. 8 bis 11. Also 6 bis 10, Durchschnitt 16. Durchschnitt... Ja, gute Frage. 5... Mhm. 16 in der Summe meinte, Entschuldigung. Hier hätten wir 4,5 plus 5. Wäre 9,5. Gut, ist natürlich deutlich schlechter, ne? Keine Frage. So, unser Pony könnte eigentlich bis zum Tor vor. Unser Unterheld, ja gut, steht jetzt ein bisschen unglücklich. Mal sehen, können wir töten. Wunderbar. Das Mana war es mir wert. Ja, jetzt hätte ich es. Da das können, hier hat man es gesehen. 75% Abzug wegen Hindernis. Ist natürlich massiv viel. Habe ich euch schon mal gesagt, Leute, dass ich mag, wenn meine Einheiten tötet? Interessiert euch nicht so besonders, ne? Na gut. So. Du tust den mal ein bisschen festsetzen. Glück 23 finde ich auch interessant. Ich muss auch erst auf den Wert kommen. Na, ist immer noch besser, denke ich. So. Und da war es wieder einer weniger. Ja, wir stehen noch. Nicht besonders gut, gebe ich zu, aber wir stehen komplett. So, was können wir denn bekommen? Draconier Feuerwerk, was nicht schlecht. Grauensmeere als Reittier. Nee. Ist nicht so toll als Reittier. Ich nehme den Feuerwerfer. Okay. Ach, ich krieg beides. Gut, nehmen wir. Dann machen wir es halt meinetwegen auch beides. Gut, habe ich jetzt halt durchstehen noch 40% Feuerschutz. Ist jetzt nicht so maßgeblich, finde ich, aber okay. Wir sind ja bescheiden. So, nächstes Zug kann er sich das holen. Ihr wartet brav. Wir haben doch echt ganz frech angegriffen. Okay, was haben wir denn als Tanzkämpfer von Duo? Duo, aber nur physisch. Na gut. Ja, das ist halt dann so eine marodierende Truppe, die von solchen Lagern getruppt werden kann. In dem Fall nicht vom Banditenlager, sondern von Untotenlager. Aber damit werden wir jetzt umgehen können müssen. Immer noch außer Reichweite. So, da kann aber nur einer ran. Verderbnisschutz bringt nichts. Physischer Schutz noch besser, toll. Ganz ehrlich, Leute, verteidigen wir lieber, das bringt uns im Endeffekt dann mehr. Du hast wenig HP, ich bin nur ein bisschen zurückzuhalten. Naja, komm, versuchen wir es mal mit Krüppeln. Schön ist, mein Held ist nicht ein Team. Ah, ich habe nicht genug Zauberpunkte, weil es ja doppelt kostet. Okay, ansonsten hätte ich nämlich jetzt außerhalb des Kampfes seine Zauberfähigkeit nutzen können. Das Schlimme an denen ist, die haben zwar nicht viel AP, aber halt viele Resistenzen. Und wenn man es nicht rechtzeitig schafft, stehen die auch ganz schnell mal wieder auf. Und dass ich mehr Glück habe als ihr, aber ich trotzdem verkacke, finde ich natürlich nicht so toll. So.
So, ja, du verteidigst. Du wirst wahrscheinlich schon zu verteidigen losreißen. Um irgendeinen von mir zu killen, aber das können wir jetzt leider nicht abwenden. Ah ja, wer schon mal ein paar Spiele von mir gesehen hat, weiß, dass ich persönlich, privat besonders viel Glück habe. Stelle ich leider immer wieder unter Beweis. So, war klar, sie ziehen weg und killen den. Also, er hat es nicht ganz geschafft, aber der macht jetzt den Rest bestimmt. Das überrascht mich nicht. Aber okay. Ich habe angeblich unverschämtes Glück, aber die schaffen es dreimal. Na gut, dann dürfen wir ab jetzt einen Schere uns eignen. So, du kommst in unsere Stadt rein. Du bist jetzt die Verteidigung, eine einzelne Einheit, okay. Ein wunderschön. Ah, hier hatten sie schon was getroppt. Okay. Die sollten wir loswerden, bevor es eklig wird. So, Umwandel in Schöpfungsknoten. Können wir jetzt ja machen. Was bist du eigentlich für ein Mana-Knoten? Ganz einfach auf dem Mana-Knoten. Ehrlich? Okay. Offenbar ja. Ja, jetzt Pech haben, ziehen natürlich in die Richtung. Ja, mal gucken. Geld nehmen wir. So, zeig mir, was du für Fähigkeiten noch so hast. Wie gesagt, noch 5 Punkte, das heißt, wir bauen die mal lieber ein bisschen sparsam aus. Ja, noch ein bisschen Verteidigung. So, herzlich willkommen, du darfst ihn jetzt anführen. Schön ist, die können uns theoretisch nicht mehr kriegen. Mit dem Verteidigung, das wir da haben, kommen wir eigentlich aus. So, du hast Fluken. Aber okay. Macht hier keinen Unterschied. Ist halt auch eine wichtige Sache, dass wir unser Gebiet ein bisschen frei halten. Es sollte nicht zu viel rummarodieren. So, und ihr habt natürlich alle Distanzkampf. Zwar jetzt nicht gerade in dem besonders guten, aber... Mein, hey, ich hatte Glück. So, Distanzkämpfer. Ihr macht mal euren ersten Zug. Ich überlege jetzt, ob ich echt einen Sturmangriff mache oder ob ich dann lieber doch auf Distanz gehe. Nee, wir stürmen. Und zwar von vorn. So. Wie sieht's denn aus? Hat jemand vielleicht ein Problem mit Licht? Geistschutz. Ich stehe mir selber am Weg. Okay. So. Ja, nutzen wir dich mal als Distanzkämpfer. Oh, wenn er trifft, ist er hin. Ja, Hühnerpower! So, okay. Verfehlt. Ich habe mir nur verfehlen was anderes vorgestellt, gebe ich zu. Okay, muss alles selber machen halt. Wieder eine Einheit verloren, schade. Ich habe nicht so viel Mana Plus, ich habe leider auch nicht so viel Gold Plus. Ach, schau, Distanz.
Eigener Nahkampf. Okay. Machen wir jetzt noch ein kleines Level ab hier. Tja, der Tigraner durfte sich lange ausruhen, unser Feuerwerfer. Ach, Tigraner sag ich schon, Draconia, meine ich. So, und jetzt überlegen wir uns am besten, welche Richtung wir gehen. Da ist eine Ruine, eine Stadt, hätte ich jetzt noch gerne eine zusätzliche. Wir sind ja wieder einfach mal weit entfernt. Es ist einfacher, als hier rumzulatschen, als... Okay, wenn du es sagst. Gehen wir in die Richtung. Vor allem sind da ja auch irgendwelche Untoten hergekommen. Ist vielleicht gar nicht verkehrt, dass wir dahin laufen. So. Machen wir hier einen Schöpfungsknoten draus. Zur Information. Wir kriegen dann plus 10 Mana und plus 5 Forschung. Ist also nicht zu verwenden. Sogar plus 6. Ist egal. Mehr nehmen wir immer. Ah, okay, das wird addiert. So, hier ist unsere Meistergilde fertig. So, was ich jetzt mal als nächstes mache, ist, was würde das überhaupt mal bringen? Zufriedenheit, okay, ist nicht zu verachten, aber ich baue mal erstmal einen Holzwall aus. Von dem aus kommen wir dann nämlich zur Steinmauer. Und die bringt uns ein Feldradius dazu, sodass wir dann mehr Sachen in unserem Gebiet haben. Da ist bloß wieder eine Ruine. Ah, hier sind die Untoten hergekommen. Okay, dann sammeln wir uns, versuchen die dann mal ein bisschen kleiner zu machen. Austerngriff. Nicht erkundet, bietet Ressourcen nach Erkundung. Gut. Vorbereiten tun wir schon mal einen Cherub. Dann verbrauchen wir nämlich unsere Zauberpunkte später nicht, wenn wir den dann mal ersetzen müssen. Einige Einheiten würden sich anschließen und ich möchte auch, dass ihr das tut. Willkommen in meinem Reich, ihr dürft mir dienen. Ah, so sieht der Schöpfungsknoten noch viel schöner aus. Gut, soviel zur Schöpfungstheorie. Reanimateure auch noch. Oh. Gut. Sind halt schon ein bisschen bessere Distanzkämpfer, müssen wir direkt so sagen, wie es ist. Ich habe auch Wasser noch nicht gelernt, wie ich sehe. Okay. So, hier lastet eine Verzauberung durch das Gebiet. Wenn eine Einheit stirbt, wird die Einheit, die sie vernichtet, ich kann nicht weiterlesen, auf 15 geheilt. Aber das gilt offenbar nur für die Gegner. Okay. Versuchen wir mal eine Flanke zu bespielen. So, das ist schön, was er kann. Feuerbombe. Wie ihr seht, das macht halt eine schöne Reichweite. Ist zwar natürlich nur ein Schuss, keine Frage. Aber das kann mit der Zeit schon ganz schön Aua machen. So, was auch Aua machen kann, ist, ihr habt hier heilige Schwäche. Okay. Wie sieht es denn aus mit Peinigen? Ich müsste einen davon komplett wegbekommen. 49% die Chance, dass ich Streichschuss 44 mache. So, da war es wieder einmal weniger. Verkrüppelt wurde er leider nicht. Okay. Jetzt wird er wahrscheinlich seine Distanz genau ziehen, ein bisschen schießen und mit seinem Nahkämpfer draufkloppen. Ne, er macht erst den, okay. In dem Fall macht er die Reihenfolge auch nicht so sehr. Macht schön viel verschiedenartigen Schaden und hat auch noch Verzweiflung zugefügt. Manche Einheiten können, das heißt so wirklich dann so Verzweiflung ausnutzen. Da bekommen wir nochmal schön Schaden reingedrückt.
Schadensabzug für Sichtbehinderung. Okay, dann stürmen halt erstmal. Cherub, du kannst fliegen. Dann gehen wir mit die Flanke und tun mal von hinten was Gutes. Yay! Yeah. So, rostige Scheibe der Verteidigung als Ausrüstungsgegenstand oder. Ach ne, wir kriegen sowieso beides, ne? Oder wir können es für 100 Gold verkaufen. Aber wir noch keine Ausrüstung haben, nehmen wir die einfach mal. Ist jetzt nicht so viel Schild. In Zukunft kriegen wir halt ein bisschen weniger Schaden durch Distanzangriffe, aber wir haben standardmäßig jetzt so oder so eine Abwehr mehr. So, ich scoute mit dem jetzt mal ein bisschen hier rum. Was hätten wir denn hier? Wäre eine machbare Gruppe. Ja, mit ein bisschen Liebe wird das auch machbar werden. Vielleicht ist es auch definitiv nicht. So, machen wir hier nochmal ein schönes normales Level ab. Wunderbar. So, der Holzwall ist fertig. Der Steinwall wartet auf uns. Wir steigen Mauer. Ja, du, Edith, da sind, dauert eh eine Weile. Du erkundest mal alles. Heilbeeren, genau. Das jetzt sind solche Riesenruinen. Ihr seht, die Schwierigkeitsgrad, legendär. Ist natürlich überhaupt kein Problem. Wenn wir Glück haben, schaffen wir den am Ende des Spiels vielleicht mal. Dann ich glaube ich Gold als herrenloses Eigentum rum. Das würde mich doch interessieren. Yep, das ist Gold. Okay. So, theoretisch wäre der wieder bereit zum Beschwören. Aber wirklich, so richtig was finden tue ich jetzt nicht. Ich meine, ich stelle ja immer die meisten Werte auf Zufall. Obwohl ich weiß ja, dass hier Städte sind, ich sehe. Moment, ich sehe drei Städte, ich habe drei Gegner. Nicht, dass ich daraus ableiten könnte, dass das Position meiner Gegner sind. Ja, nee, das kann nicht sein. Das hier ist eine der Behausungen. Das ist auch eine Behausung. Für Drachen sogar. Mein Cherub, du musst dann da hochscouten mal. Okay. Und hier wurde offenbar jemand zusammengeschlagen von meinen Feinden. Drachen wäre auch nicht schlecht. Problem, ich könnte dann eigentlich fast auch nicht mehr expandieren, obwohl wir finden ja eh nicht wirklich was. So, Terraformarme schon mal. Die Steinmauer ist fertig. Ihr seht, ich habe jetzt ein bisschen mehr Produktion. Bei der nächsten Erweiterung kriegen wir noch was dazu. So, was ich dann in der Regel als nächstes nehme, wenn jetzt nichts Besonderes ansteht, ist das Lagerhaus, weil das bringt uns ein bisschen mehr Bevölkerung. Dadurch werden wir größer. Es bringt uns quasi mehr Ressourcen dann. Ein bisschen über Umwege, aber. So, jetzt machen wir erstmal Seefahrt. Damit wir wenigstens über das bisschen Wasser können manchmal, was wir hier finden. Ja, wir marodieren wieder Untote rum. Dich ziehen wir mal zurück. Okay, hier ist auch irgendwo ein Bestienmist. Marodiert ganz schön viel rum, muss ich sagen. Loan from a Wizard. Okay. Ein betrunkener Zauberer wird dir sein Zauberbuch geliehen für einige Tage. Aber er möchte es zurückhaben, sonst tut er dich in einen Frosch verwandeln, sagt er. Was bekommen wir? Frost Missile, Recharge Mana Current, Summon Kobold. Das leider immer dieselben. Okay. Ja, wir können auch jetzt diese Zauber für die Dauer dieses Events zaubern. Ja. Da die alle nicht so prickelnd sind, muss ich euch ganz ehrlich sagen, prickelt bei mir da nichts. Wir bringen uns erstmal quasi ein bisschen Sicherheit hier. Und irgendwann finden wir nochmal eine Möglichkeit, eine Stadt zu erobern. Man kann dann mit normalen Einstellungen auch Städte gründen. Ich lasse aber gerne raus. Ich mag das eher, wenn es so konflikttechnisch ist, nicht sozusagen
ich siedle jetzt hier rum, sondern ich erobere. Wenn ich siedeln möchte, spiele ich Siedler, macht nebenbei auch Spaß. Aber das ist nicht Age of Wonders. So, zu der Sichtbehinderung. Egal jetzt, ich werde dich eh rechts zustellen. So, hier muss man nicht positiv agieren. Na, vielleicht kriegt man das ja sogar. Mit dem Hühnchenangriff kriegt man. Ah, nee. Schlechte Laune. Sonst haben wir es aber auf jeden Fall geschafft. Schade. Wegen den letzten paar. Dem letzten sogar, würde ich schätzen. Ach, wegen dem letzten HP. Leute. Seid doch nicht immer so grausam zu mir. Natzen wir dich weg. Orbi et Orbi kaputti. So, jetzt die Frage, ob wir den rankommen lassen. Ich lasse mir rankommen. Da habe ich den ersten Zug. Ist auch schön. Ha, er will mich auch gar nicht. Lagerhaus ist fertig. Ihr seht, durch die Produktion geht es jetzt wirklich Schlag auf Schlag. So schnell, dass ich wahrscheinlich mit Gold dann auch bald nicht mehr hinterherkomme. Aber nächste Stufe ist Badehaus. Da werden unsere Leute zufriedener. Zufriedener heißt nicht nur, dass sie nicht eventuell rebellieren, sondern dass sie ab und an mal spontan auch Forschung oder Geld erzeugen. Und wir kriegen natürlich, worum es hauptsächlich geht, noch ein bisschen Wachstum dazu. So. Okay, hier gehen wir in die Offensive. Ich überspringe jetzt mal das Intro. Ja gut, der mit den ersten Zug, der kann sich mit 2-3 treffen. Aber da er angegriffen hat, ist er natürlich sehr anfällig für einen Schlag von meiner Seite. Goodbye. Dran. So, jetzt an. So, mein Schero. Oh, cool. Ein bisschen Feuerschaden kriegen sie sogar. So, unser letzter Nahkämpfer noch. Ja, dann schauen wir mal. Leider sind unsere Distanzkämpfer nicht sehr gut gedeckt. Ja, Sherwood hält halt nicht viel aus. Gut. Dann machen wir halt die extrem direkte Variante. Habe ja einen Sherwood vorbereitet. Aus guten Gründen. So, einen Schrein. Oh, die himmlische Kammer, die kostet mehr, deswegen nehme ich die. Macht jetzt noch ein bisschen mehr Zufriedenheit. Wir schauen mal ins Allerheiligste. Erhöht die Mana-Kapazität, ermöglicht die Produktion von einigen Einheiten, je nachdem, wenn wir sie erforscht hätten. Schrein der Vernichtung, ja okay, das ist natürlich, das ist quasi die Impa-Einheit für den Hohepriester. Und das Gebäude, was man dafür braucht, ist halt eine der Voraussetzungen. Aber noch nicht. Jetzt machen wir erstmal geheiligte Waffen. Alle kriegen bei uns jetzt plus 1 ja, heiligen Schaden. Also die Fähigkeit plus 1 heiligen Schaden zu verursachen. Heilende Runde. Wir sterben jetzt auch mit dem Sherub. Ja, und den bereiten wir auch direkt wieder vor. So, wie viel ist meine Mana-Grenze? 500 müsste es sein, genau. Ja, ein kurzer Vorstellung können wir sogar ein bisschen terraformen. So, was hätten wir denn hier? Ah, okay. Ich lach später. Okay, das können wir jetzt dann aber noch holen. So, Feuerknoten hat große Verbrennung. Das heißt,
Immer wird mal ab und an einer verbrannt. Aber das lässt halt immer da drauf. Jeder Gebäude hat seine Verzauberung. Das heißt, jedes besondere Gebäude hat in der Regel besondere Verzauberung. Und es sieht wunderschön aus. Also, boah. Total toll. So, ihr müsst, glaube ich, ein bisschen heilige Schwäche haben. Das finden wir aber nicht raus. Wenn wir den Schneemann zahlen. So. Habt ihr nicht, aber ihr habt doch keine Resistenz. Von daher soll es mir recht sein. Aber hier habt ihr garantiert eine Resistenz. Ja, 60 zu 100. Ja, nehmen doch lieber die ganz normalen Teilies. So, gucken wir mal, ob wir uns im Bauen hier was reisen können. Hm, 7 bis 11. Dürfte ein Nein werden. Ja, Feuerbomb, du kannst ja eh kaum Schaden machen. 1 bis 2, er hat noch 6. Ja gut, den streuen wir jetzt ein bisschen. Auch noch schlechte Moral, wenn er brennt. Gut, muss ich gestehen, kann ich verstehen, wenn ich brennen würde, würde ich auch schlechte Laune haben. So, Schere, du musst es dann quasi als Verteidiger rocken. So, wahrscheinlich wird ein Held drauf gehen, aber der wird ja wiederbelebt. Von daher ist das insgesamt okay. Mal gucken, wie sie spielen. Ja. So. Ja, okay. Ist mir angenehm. So, du könntest. Steht ihr? Ich schaue in die Richtung. Da habe ich keine Flanke. Aber ich könnte mir eine Flanke herbeizaubern, denke ich. Und zwar, wenn ich hier anschieße, dürfte es wahrscheinlich in die Richtung umdrehen. Okay, hat nicht ganz so funktioniert, aber das Prinzip klappte. Das reicht mir erstmal. Wow, Ziel wird zurückgeschlagen. 12 bis 20, 6 bis 10. 9 bis 13. Ach du heilige Macaroni. Okay, wir verteidigen. Vielleicht geht das ja so hin. Also wir wollen was verlieren. Wir sehen, was ihr am wenigsten habt. Eine Nachtwache, okay. Gut, dann haben wir wohl bald einen zweiten Cherub jetzt gleich im Team. Ja, ein bisschen Mana, na gut, was soll's. Ein bisschen Mana bringt mich auch nur ein bisschen weiter. So, dreckiges halbes Dutzend, Vernichter der Frommen. Nein. Ja, Gegengift. Alle plus, glaube ich, 20% war es, habe ich jetzt gerade gar nicht mehr so gelesen. Schutz gegen gegen Verderbnis. Du kommst hier noch mit rein. Wir bereiten schon mal wieder einen neuen vor. Ja, du hast deinen Zug damit beendet. Du darfst den Zug lang heilen. Ja, ich nehme deine Hilfe, aber erst, wenn ich mich dir leisten kann. Warten nebenbei dann drei Züge da zur Zeit. Hab was bis in drei Züge nicht geschafft. Und dann ist er wie weg. Deswegen, wir tun jetzt zwei Runden lang nur Handelswaren produzieren. Das bringt uns ein bisschen mehr Gold ein als normalerweise unsere Produktion. So. Was habt ihr hier? Okay, das sollte ja machbar sein. Okay, ihr wartet. Das soll mich eher wenig stören, muss ich sagen. Ich warte nämlich auch gerne. Und schmeiße euch aus der Distanz ein bisschen. So, Cherub, du bist hier die ultimative Verteidigung. Auch wenn du erfahrungsgemäß nicht über lange überleben kannst, aber das ist wohl dein Schicksal. Gut, hier komme ich nicht nah genug ran. Wir wollen es auch nicht zu provozieren.
dürftest auch nicht rankommen, obwohl durchsteigen. Ja, wir kommen so quasi ein bisschen ran. Das war ja jetzt doch nicht so wenig. Muss man auch mal so sehen. Okay, ihr dürft. Okay. Du dürfst gegrillt werden, Pfiffi? Nee, reicht nicht, denke ich. Ja, gucken wir mal. Ist auch nicht schlimm. Sherub macht den Rest. Sherub ist allerdings blöder gelaufen, als ich gedacht habe, dass wir noch einen drauf gekriegt, aber auch nicht schlimm. Mein Gott, denkst du, die klingen auch hier wie Tim Melzer. Jo, das ist alles gar nicht schlimm. Okay. Ja. Rum. Naja, der kriegt es. Ein Walk und ein bisschen Gold. Verkaufe ich dich? Verkaufe ich dich nicht? Wir verkaufen dich. So, dann scouten mal rum, meine lieben Cherubs. Aha, da hinten ist eine Stadt. Moment. Eine Stadt mit einer Krone. Das ist eine gegnerische Stadt. Das dürfte eine Hauptstadt sein. Hier habt ihr nebenbei Schloss des Lichtkönigs. Schwierigkeit ist die höchste mit Mystisch. Ah, okay. Wir müssen jetzt aber trotzdem, auch wenn ich gerne die Drachen besuchen will, erstmal hier hin. Vorher neue Einheiten dauern trocken. Deswegen, du kommst dann wieder gleich in die Gruppe rein. Dann versuchen wir uns einen Weg dahin zu bahnen. Wir haben auf jeden Fall ein Ziel, das ist gut. Das kann so als die Demo gerade was beschwören. So. Könnte ich jetzt leisten? Ja, sehr schön. Willkommen bei uns. Wir bauen dich erstmal aus. Du hast 10 Punkte. Okay, da kriegst du jedes irgendwie mal ein bisschen ausgebaut. Und dann darfst du hiermit bewachen. Große Ehre. So, du mit rein. Ha, wer geht vor? Mutiger einen Schritt vor. Oh, schön. In dem Fall gerne. Schreckspinnei, okay. Du hast auch schon ein Reittier. Deswegen kriegt der andere Held das. Das wird nämlich irgendwann mal schlüpfen, dann kriegt er einen, als Reiter eine Schreckspinne. Wie man sich vom Namen her eigentlich denken konnte. So, ich bin momentan gut. Ich bin recht zufrieden. Oh je. Okay, ihr kommt aber nicht übers Wasser. Aber ich komme an euch jetzt auch nicht direkt vorbei. Ich muss sie eigentlich ja bloß noch kurz sehen. Dann ist alles gut. So, ihr kommt erstmal hier hin. Ja gut, wir laufen dann eh hier lang. Die Eilbeeren bringen uns nichts. Na okay, mal schauen, wie es ausgeht. Theoretisch dürft ihr noch nicht rankommen. Und es reicht mir eigentlich, wenn ich die Drachen einmal sehe. Um sie zu halten, brauche ich ein bisschen mehr. Eindringen in mein Gebiet. Gut, das ist meine Stadt, Leute. Sehe ich auch so. Eine marodierende Truppe. Wenn die mich angreifen, ist gut. Ich habe Mauern. Wo ansonsten können sie mir halt auch nicht viel außer ein bisschen rumnerven. Ihr seht, zu einer Kleinstadt gewachsen. Dadurch noch ein bisschen mehr im Bereich gewonnen. Okay. So, mehr Mana-Speicher brauche ich eigentlich nicht mal annähernd. Sparen wir aufs Hospital. Das ist quasi die dritte Stufe dieser Gebäude. Heilt dann normale Einheiten, die hier stationiert sind, macht bestimmt Zufriedenheit, noch mehr Wachstum. 250. Wenn ich jetzt immer 70 dazu kriege, sind das ja dann doch 3 Runden. Obwohl, ich finde jetzt ja gleich was. Mal sehen.
Wir müssen ja Übertreibung locker hinwegkommen. Jetzt wird die Frage, wo lang? Der Cherub hat den höchsten Sperrradius. Ah, es ist schon eine etwas anspruchsvolle Sache hier, Leute. Vor allem habe ich nicht mal einen direkten Nutzen davon. Du sammelst das ein. Der Rest schaut mal, wie wir hier weiterkommen. Geben erstmal alles nach links ab. Wir nähern uns dann dessen Residenzstadt. Ja, vielleicht versuchen wir direkt zur Residenzstadt zu kommen. Wenn wir sie nicht bewacht, haben wir gute Karten. So, ich will aber erstmal zu den Drachen. Auch toll, genau im Drachengebiet ist das Ding. Ich will nicht eintreten, ich möchte gern verhandeln. Ja, Frieden, Grenzöffnung, sehr schön. So, und ich möchte, dass ihr mir Bescheid sagt, wenn ihr was für mich habt. Eure Aufgaben schaffe ich nicht, keine Frage. So, wir gehen wieder ins Wasser, das ist mir sicher einigermaßen. Ja, hier gibt es was zu holen. Als Austausch gegen unser Leben. Klingt noch nicht ganz so spannend. So, Seefahrt ist erforscht. Fortgeschrittene brauchen wir, denke ich, nicht. Mehr Zauber brauchen wir auch nicht. Schnellere Bevölkerungswachstum, ist jetzt nicht so unbedingt verkehrt. Vorzug jetzt gemäßigtes Gelände, finde ich nicht so toll. Orden der Tempelritter. Produzierte Infanterie- und Kavallerieeinheiten werden verorten. Fromm. Unterstützungseinheiten halten fromm. Neu produzierte kriegen einen zusätzlichen Rang. Die Verbündetenstadt erhält einen Wachstumsbonus von 100. Ist zwar schön, aber am Ende des Spiels ist nicht mehr nützlich. Die Einheiten des Zauberwirkers regenerieren jede Runde zusätzlich plus 6. Ja, das ist nicht schlecht. Wir haben erstmal Fruchtbarkeitsriemen. Da wir momentan knapp am Mana sind, das uns quasi nichts kostet. So, du holst mal das Gold hier. Jetzt können wir diese Runde schon in der Stadt bauen. So, ja du, wir haben ja gesagt, wir versuchen hochzukommen. Was haben wir denn hier? Kroschak. Der Schnitter wahrscheinlich, also Untoter. Mal gucken, wie gut sein Reich geschützt ist. Größe. Naja, nicht abzu. Nicht schlecht, eine Mauer hat er leider auch schon. So, hoffen wir mal, dass er mich nicht angreift. Nee, wir gucken erstmal. Dann entscheiden wir, wie wir weiter vorgehen. Okay. Das kriegen wir nicht gewuppt, selbst wenn wir unsere ganzen Finanzen etc. einsetzen. Deswegen machen wir Folgendes. Ich werde ihm auch nicht helfen, hier seine Minen oder so auszubauen. Okay, da kommen Gegner raus, die kann er gerne allein bekämpfen. Da auch, darf er auch gerne alleine machen. Wir verziehen uns erstmal. Wir haben keinen Vorteil hier von irgendeinem Kampf oder so. Alles, was natürlich nicht in seinen Einflussbereich kommt, das können wir gerne erobern. Dann kriegt er das nicht, was da drin ist. Da ist Gold, das sammeln wir gleich ein. Aber anscheinend haben wir wirklich hier nichts weiter. So, stimmt, wir wollten bei der Stadt einstellen, dass wir Hospital, das brechen wir ab. Okay, weiter. So, du solltest das Gold holen, das machst du bitte. Da wäre es natürlich toll, wenn wir den jetzt schon aus dem Spiel kicken könnten. Aber mit den aktuellen Ressourcen, die wir bekommen, schaffen wir das ganz einfach gesagt nicht.
Man muss auch mal einsehen, dass man irgendwas nicht kann. Was wir allerdings können, ist dann später das holen. Aber in der Zeit scoutest du immer noch ein bisschen hier rum. Du versuchst mal zu uns zu stoßen. Damit wir wieder vereint sind. Oh, was haben wir hier? A witch commanding creatures of the dark forest of the east is coming. Prepare for the season of the witch. Okay, einfach gesagt, es kommt eine Hexe mit Einheiten des dunklen Waldes. Wir sollten uns zurückziehen. So, ihr seid bereit, über Bündnis zu sprechen. Ja, jetzt wieder das. Nein, ich will diese Aufgabe nicht, aber ich kann auch leider nicht das Bündnis annehmen. Erst in der nächsten Runde. Sollte die Hexe die geniale Idee haben, genau da bei uns aufzutauchen, haben wir ein massives Problem, für das ich aktuell keine Lösung weiß. Ich will nämlich erst auch noch nicht noch mehr. Gut, der Scherub ist quasi dann kostenlos. Ja, komm, wir vereinigen uns erstmal. Das ist mir alles zu unsicher, wenn die dann gleich kommt. Weil dann droppen haufenweise Einheiten. Gut, wie viel haben wir denn? Und das die Hälfte? Das, ja, ein Viertel der Karte kennen wir. Ja, wir wissen, dass die in drei Runden kommt. Ich möchte gern ein Bündnis haben. Es kostet nur 702 Gold. Okay, ich weiß, worauf ich sparen möchte. Allerdings, wenn die Hexe gleich kommt. Ich möchte vorher trotzdem noch den Kaninchenbau. Das ist quasi wie ein, ist eine Verteidigungseinrichtung, die einen Gegner beschießt bei Belagerung. Das möchte ich schon gerne noch haben. Was nützt mir, die Drachen zu haben, wenn ich meine Hauptstadt verliere, so nach dem Motto? Aber wir arbeiten schon mal bei den, zu den Drachen vor langsam. Da können wir die nämlich dann später auch gleich erobern. Wir sollten halt nur nicht wegnehmen lassen. Ja, möchte ich. Ich habe immer noch keinen 700. Der Bau ist fertig. Auch toll. So, 700. Wenn ich jetzt kein Gold bekomme oder so, ja. 80, 160, 250. Haben wir erstmal drei Runden. Dann gucken wir mal weiter. Auch wenn es nur zwei sind. So, jetzt haben wir drei. Die schaffe ich nicht, ohne zu viele Verluste zu haben. Die kriegen wir dann auch noch. Okay. Ah ja, die sind total toll. Die haben ein Sonnenschild. Und das Sonnenschild macht ihnen echt einen total tollen Verteidigungsbuff. Gut, da sie meine Gegner sind, ist das weniger toll für mich. Aber wenn man sie selber spielt, wird es eingefallen. So 7 bis 11 dreimal. Oder 8 bis 12 ist besser. So, du machst dann gleich noch den Rest hier. Mal sehen, wie weit du kommst. Ha, sind nicht beide. Okay. Gut, machst erstmal so. Erstaunlich finde ich nebenbei, dass das nicht diese, naja, Zäune hier kaputt macht. Möchte eigentlich meinen, dass das dazu führen würde, aber nein. Tut es nicht. So, du blockst mal. Nee, block mal hier. Da stehst du so schön im Weg. Kriegst du von allen Seiten auf die Fresse. Aber besser ihr als einen der anderen. Ach stimmt, die können ja so meine Verteidigung brechen. Krass.
Helden. Attacke! Ja, wie ihr seht, dieses Sonnenschild macht sehr viel Spaß. Tut einem extrem weh. So, Feuerspucker. Kannst doch bestimmt bis dahinter spucken. Gut, macht kaum Schaden, aber... erstmal nicht so wichtig. Ach, jetzt hat er den Zaun erwischt. Schade. 1, 2, 3. Tja, jetzt komme ich nicht mehr bis hin. Aber wenn seine Bewegungspunkte aufgebraucht sind, kann er mir trotzdem nichts. Sehr gut. Spüre die Macht von meinem Feuer. So, wollen wir einen Teaser? Erstmal nicht, nein, danke. So, du bist aufgelevelt. Bezaubern ist auch total toll, da kann man eine gegnerische Einheit, sofern sie nicht immun oder sowas ist, auf seine Seite versuchen zu ziehen. Hab mir manchmal teilweise so meine Armee zusammengebaut. Okay. Schreckspinne Eis geschlüpft. Was macht die Schreckspinne? Nachtsicht, okay, hilft uns ein Erdreich weiter, haben wir nicht. Verderbnisschutz. Okay. Du hattest das noch nicht, sehr gut. Welle geschickt erklettern, toll. Mächtige einspinnende Berührung, auch nicht schlecht. Gut, gefällt mir. Ich weiß, ihr wollt ein Bündnis, ich möchte es auch. Wir wissen beide, aktuell geht das leider nicht so, wie wir wollen. Lass sie laufen. Wir sind ja gut. Ein bisschen Gold bekommen. Wir haben jetzt zwar nicht reich von, aber ja, wir nähern uns. Das schaffen wir auch noch nicht. Vor allem, weil die Hexe im Wald kommt. Gut. Passenderweise finde ich, ist jetzt ein guter Zeitpunkt aufzuhören, wie man das so im Film kennt. Ein wunderbarer Cliffhanger. Weil, oh, wir bekommen bald Drachen. Siehe Game of Thrones. Irgendwann kommen sie. Und die Hexe kommt auch bald. Das erwartet euch alles in der nächsten Folge. Ach, wunderbar. Man könnte ja fast schon einen Film machen. Nein, Scherz beiseite. In der nächsten Folge werden wir hier weiterspielen und mal schauen, ob wir dann weiterkommen auf dieser Karte, wo es quasi keine Städte gibt. Viel Spaß bis dahin. Ich verabschiede mich. Tschüss.